So, meine Damen und Herren, diese Woche geht es im Bundestag drüben in Berlin um die gesamten Beratungen und die Aussprache zum Haushalt. Heute, morgen, übermorgen sind wir selbstverständlich hier bei Phoenix für Sie live dabei. Heute geht es da unter anderem um die Etats der Verteidigung und der Entwicklungspolitik, die ja immer wieder in der Diskussion waren in den letzten Tagen. Aber auch die Kanzlerin wird heute sprechen. Da könnte es dann sowas wie eine Generaldebatte rund um die Politik der Regierung geben. Also würde ich sagen, gehen wir rüber zu meinem Kollegen Gerd-Joachim von Falloir. Herr von Falloir, schönen guten Morgen. Wird das heute sowas wie ein Feuerwerk? Erwarten Sie das gegen auch ja, die Kanzlerin, die Regierung von Seiten der Opposition? Ach ja, das sagt man immer so, dass der Mittwoch in der Haushaltswoche die Generalabrechnung der Opposition mit der Politik der Bundesregierung ist. Da muss man sich zunächst mal fragen, nach diesen langen Verhandlungen, bis man eine Bundesregierung gefunden hat, welche Politik hat die denn schon auf den Weg gebracht bisher? Aber es ist in der Tat so, um das nicht abzuwerten, die Generaldebatte am Mittwoch in einer Haushaltswoche, das ist die Möglichkeit für die Opposition, die Politik der Bundesregierung, in dem Fall der Bundeskanzlerin, dann auseinanderzunehmen. Wir haben das gestern ja auch schon bei Olaf Scholz erlebt, der seinen ersten Bundeshaushalt vorgelegt hat und hier doch mächtig Kritik von der Opposition kassierte. Und so wird es die nächsten drei Tage, das wage ich einfach mal zu behaupten, weitergehen. Denn das ist in der Natur der Sache. Wenn es ums Geld geht, da hört die Freundschaft auf. Und wie man das Geld ausgeben kann, da haben natürlich alle Fraktionen so ihre eigenen Ideen. Der Finanzminister Olaf Scholz wurde ja auch gestern kritisiert, dass er doch ein bisschen tröge und wenig emotional diesen doch ja sehr wichtigen Haushalt auch vorgestellt hat. Was gibt es da jetzt noch vielleicht an Einzelkritiken? Hat die Opposition in irgendeiner Form da die großen Ideen, die man jetzt doch in diesen Tagen noch mal erwarten könnte? Ich finde es unfair, Olaf Scholz vorzuwerfen, dass er gestern dröge und lahm quasi dieses Programm vorgestellt hat. Er ist Norddeutscher, er ist Hamburger. Wir kennen ihn hier in Berlin gut. Er war vor knapp 15 Jahren hier schon Generalsekretär der SPD. Und es ist eben sein Naturell. Man kann eben keinen Zampano aus einem echten Norddeutschen machen, will ich mal sagen. Insofern muss man diese ganzen Kritiken auch mal ein bisschen relativieren. Die Politiker hier geben sich wirklich Mühe. Olaf Scholz hat einen sachlichen Vortrag geleistet gestern, hat gesagt, wo das Geld investiert werden soll, hat vom Investitionshaushalt gesprochen. Die Opposition hat dem widersprochen und man kann darüber ja in der Sache sehr gut diskutieren. Und das will ich heute auch tun. Wie immer, das sind Sie so gewohnt bei Phoenix mit zwei Gästen. Ich habe eingeladen Johann Wadephul. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. So, Herr Wadephul, ich habe es gerade gesagt, wir haben die Haushaltswoche, ist eigentlich die Situation für die Opposition. Deswegen fange ich ausnahmsweise mal mit Herrn Bartsch an. Herr Bartsch, Sie hatten bis letzte Legislatur das Vergnügen, als größte Oppositionsfraktion tatsächlich hier am Mittwoch den ersten Aufschlag zu machen und ansonsten auf die Minister in anderen Debatten oder auf die Kanzlerin zu antworten. Und es gab ja tatsächlich Menschen, die argumentiert haben, die SPD kann gar nicht in die Regierung gehen, sonst wird die AfD die stärkste Oppositionsfraktion. Also wir von Phoenix betreiben das Geschäft hier schon lange. Ist es wirklich so wichtig, wer wann redet? Denn abends in der Tagesschau ist der Zusammenschnitt eh wieder andersrum. Das Wichtigste zuerst, das wäre dann die Kanzlerin heute. Naja, also das ist nicht ganz unwichtig, weil es ein Ausweis der Wählerzustimmung. Und dass ich das bedauere, dass die AfD hier als Erste redet, das ist völlig klar. Aber in der Sache kommt es natürlich nicht nur auf die Reihenfolge, sondern auch noch auf die Substanz an. Und da werden wir dann heute am Abend feststellen, wer denn am meisten Substanz angeboten hat. Alice Weidel wird heute hier reden für die AfD als Erste, dann wird die Kanzlerin antworten. Muss übrigens nicht sein. Helmut Kohl, habe ich selbst erlebt in Bonn, hat das mal variiert, hat dann erst auf dem fünften Platz geantwortet. Aber das sind so Spielereien. Spielereien erleben wir natürlich auch von neuen Fraktionen wie der AfD. Sie legt es auf Provokation an. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die AfD damit extrem erfolgreich ist, weil die anderen Fraktionen, anstatt in der Sache zu diskutieren, lassen sich auf dieses Spiel und Geplänkel ein. Müssen Sie eigentlich erst mal lernen, mit der AfD umzugehen, Herr Wadephul? Ja, natürlich müssen wir damit lernen, mit Rechtspopulisten im Parlament umzugehen, wie jeder lernen muss, den Diskurs mit diesen Menschen zu führen. Es ist so, man kann vieles nicht stehen lassen, was die sagen. Da gibt es Völkisches, da gibt es Rechtspopulismus, den kann man in diesem Parlament, was viel erlebt hat in den letzten 100 Jahren, einfach nicht stehen lassen. Und da muss man auch widersprechen. Richtig ist, man sollte nicht über jedes Stöcklein springen, was die AfD uns hinhält. In jeder Umweltdebatte kommen die am Ende auf die Flüchtlingskrise und das ist natürlich albern. Also Fachdebatten müssen wir miteinander noch lernen, aber nochmal ganz klar,
Das, was die AfD hier uns teilweise zumutet, das muss auch den Widerspruch aller Demokraten erfahren, wie es passiert ist. Und das wird auch in Zukunft so sein. Gucken wir mal auf die Sache. Es geht um die Rolle der Bundesregierung, die Rolle der Bundeskanzlerin. Schauen wir mal etwas auf Europa und auf die internationale Politik. Denn national ist ja noch nicht so viel passiert, wie ich gerade schon gesagt habe. Herr Bartsch, es ist so, dass Herr Macron, der französische Präsident, in der letzten Woche den Karlspreis bekommen hat für Vorschläge, die er im letzten Herbst gemacht hat, wie die EU weiterentwickelt werden kann. Ich bin die Vorschläge mal durchgegangen. Also eine gemeinsame Verteidigungsunion, die ist zum Beispiel schon Anfang der 50er Jahre vorgeschlagen worden, ist übrigens damals an Frankreich gescheitert. Und auch viele andere dieser Vorschläge sind ja so neu nicht. Haben wir hier so ein bisschen den Obama-Effekt? Da wird wieder einer ausgezeichnet für eine Vision, die gar nicht so alleine seine sein kann? Oder kann ich ja glatt ja antworten. Also wir haben hier in Deutschland so ein bisschen eine Makromania. Also alle beziehen sich auf Herrn Macron, aber das ist im Moment verbal. Ich würde gern mal in der Sache diskutieren wollen. Herr Macron, da gibt es einen Riesenhype. In Frankreich ist der lange zu Ende gegangen. In Deutschland ist er noch da. Und sowohl die Union als auch die SPD haben immer einen positiven Bezug. Ich würde gerne eine Diskussion in der Sache führen. Vielleicht ist das ja heute auch der Punkt, der ganz spannend wird. Denn eines ist klar, Sie haben darauf hingewiesen, innenpolitisch ist bisher nichts passiert. Olaf Scholz hat gestern eine klare Rede des Weiter-so gehalten. Das kann man ja gut finden. Wir kritisieren das. Aber die Außenpolitik ist im Moment natürlich ein Punkt, wo Deutschland handeln muss. Und Deutschland kann nur europäisch handeln. Und deshalb, es braucht nicht nur eine Antwort auf Herrn Macron. Das ist ja, da gibt jeder vielleicht eine Antwort. Es braucht endlich gemeinsames europäisches Handeln. Wir sehen das am Beispiel Iran. Wir sehen das in Syrien. Europa muss stärker werden. Europa muss zusammenarbeiten. Und das erwarte ich heute, dass dort deutliche Aussagen der Kanzlerin kommen, was die Bundesregierung will. Denn in dieser Frage merke ich immer wieder, dass SPD und Union doch sehr, sehr unterschiedliche Akzente setzen. Die Union sitzt im Blockiererhäuschen, wird immer gesagt. Die Bundeskanzlerin hat erwartungsgemäß, sage ich jetzt, in Aachen nicht viel Neues gesagt, sondern fixiert das Ganze auf diesen bilateralen Gipfel am 18. Juni. Und Ende Juni wollen dann Deutschland und Frankreich neue Vorschläge vorlegen. Alles sehr, sehr ambitioniert. Aber warum bremst die Union da eigentlich so heftig? Nein, wir sind eine proeuropäische Partei und eine der Persönlichkeiten, die wirklich Europa in den letzten 10 Jahren vorangebracht hat, ist doch die Bundeskanzlerin. Dass wir Macron begrüßen, dass wir seine Initiativen begrüßen, ist bekannt. Wir wollen das in praktische Politik umzusetzen. Wir sind an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen skeptisch. Wenn es um eine Bankenunion geht, geht es erstmal darum, dass auch in einigen Ländern Hausaufgaben gemacht werden. Wir erwarten beispielsweise von Italien, dass es seine Bankenlandschaft erstmal restrukturiert und selber in Form bringt. Aber ganz klar, die Zukunft ist Europa. In den Obersätzen bin ich sogar mit Herrn Bartsch einer Meinung. Vollkommen klar. Die Linke macht dann nicht mit, wenn es konkret wird. Herr Macron ist ja dumm Beispiel für eine engere Verteidigungsunion. Und die letzte Entwicklung, gerade Stichwort Iran, hat ja gezeigt, Europa muss stärker zusammenarbeiten. Wir müssen transatlantisch bleiben mit den Vereinigten Staaten von Amerika, aber wir müssen europäischer werden. Das ist vollkommen klar. Das schließt ein, mehr Wirtschaftspolitik, mehr gemeinsame Wirtschaftspolitik, mehr gemeinsame Steuerpolitik, aber auch eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Und dazu muss Deutschland einen deutlichen Beitrag leisten. Darüber streiten wir noch ein wenig in der Koalition. Aber ich glaube, die Vereinbarungen, die getroffen worden sind, 2% in der NATO vom BIP zu liefern, die müssen eingehalten werden. Bei all den Sachen können wir uns auf die Opposition nicht verlassen, sondern da muss diese große Koalition vorangehen. Herr Bartsch, zur Verteidigung und so wollen wir jetzt nicht Stellung nehmen. Da kennt man die Position der Linken. Interessanter ist doch, was heute in Sofia passiert. Da treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU, um dieses Iran-Atomabkommen nochmal zu retten, um die Osterweiterung der EU einzuleiten. Das sind alles Dinge, wo man jetzt, wenn man den Spieß umdreht, als Oppositionsfraktion, zum Beispiel als AfD, sagen könnte, noch mehr Menschen, noch mehr Länder in der EU, das wird überhaupt nicht funktionieren, weil die Abstimmungsprozesse funktionieren jetzt schon nicht. Und es wird auch sicherlich Sofia ein Punkt sein, wo man sehen wird, die Europäer können sich auf den Kopf stellen und tun, was sie wollen. Die wirtschaftliche Kraft von Amerika wird am Schluss entscheiden. Und das Iran-Abkommen ist doch so gar nicht zu retten ohne die Amerikaner. Zunächst mal möchte ich nicht, dass bei jeder Frage die AfD zum Bezugspunkt genommen wird. Ehrlich gesagt ist mir die in diesen Fragen egal, weil sie auch nichts anzubieten hat. Ich kam nur wegen der Europaskepsis, die durchaus natürlich auch viele junge Menschen befällt. Wenn man die letzten Jahre immer anguckt, dass die EU sich nur mit sich selbst beschäftigt hat, dass es eigentlich immer nur ums Geld geht. Dabei ist die Europa unsere große Chance, vielleicht die einzige Chance, noch eine Rolle zu spielen, auch in Zukunft. Und dennoch ist diese Europaskepsis, wir sehen es gerade in Italien, einer der Hauptpunkte, der Europa auch am Schluss
scheitern lassen kann. Ja, da haben Sie ja recht, das ist eine Herausforderung. Ich würde das nicht teilen, was Sie sagen, dass bei jungen Menschen die Skepsis größer ist. Gerade die, die überhaupt nie Grenzen erlebt haben, die all das Positive, was Europa in kulturellen Fragen und so weiter mit sich bringt, erleben, die kämpfen ja um Europa. Die Politik ist eher die, die dahinter zurückhängt. Das liegt nicht alleine an Deutschland, aber Deutschland sollte eine Vorreiterrolle spielen, aber eben nicht bei Rüstung, ich erwähne das nur, sondern bei anderen Fragen. Wir brauchen eine Integration, damit Europa ein soziales Europa wird. Dass die Skepsis in Italien größer wird, das liegt ja auch daran, dass die Lage so problematisch ist. Schauen Sie nach Süditalien, da kann niemand mehr sagen, Europa hat uns etwas gebracht. Deshalb, wir brauchen endlich ein soziales, ein starkes Europa. Und wer denn da sagt, das Atomabkommen mit dem Iran ist nicht zu retten? Deutschland sollte alles tun. Und so sehr ich zustimme, dass wir gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten brauchen, genauso klar ist, dass das, was Donald Trump macht, muss unsere schärfste Kritik hervorrufen. Und ich erwarte da von der Bundesregierung, dass sie handelt, dass sie auch den Unternehmen in Deutschland und Europa nicht nur Mut macht, sondern konkret hilft, dass sie diese Embargo-Politik nicht mitmachen. Europa muss hier erwachsen werden und muss sich klar gegen die Trumpsche Politik aufstellen, weil die ist friedensgefährdend, nicht nur im Nahen Osten. Und das wäre notwendig, nicht mehr Verteidigungsausgaben, ein selbstbewusstes Europa, ein Europa, was integriert, was endlich das Thema Migration annimmt als Europäische Union. Und dann ist auch die Frage der Erweiterung eine. Aber es kann nicht die Zentrale sein. Auch da bedient eine Partei hier sehr populistisch den Zug, nicht noch mehr, nicht noch mehr, ist alles so schlimm. Es ist nicht die zentrale Frage. Wir wollen Europa und das Europa, da gehört Russland dazu. Das ist eine wichtige Frage, dass auch dort mindestens nachgedacht wird, wie die Entwicklungen gehen können. Da finde ich, dass die neuen Akzente des Außenministers nicht positiv sind. Wir brauchen Russland, wir brauchen China, wenn man das Atomabkommen mit dem Iran aufrechterhalten will. Fangen wir trotzdem noch mal bei Europa an. Herr Bartsch sagt gerade so dahin, dass die Europaskepsis in manchen Ländern ist nicht der entscheidende Punkt. Ich sehe das ganz anders. In Italien sind Europaskeptiker jetzt an die Regierung gewählt worden. Die haben zwar Schwierigkeiten, eine zu bilden. Die AfD in Deutschland ist ja wirklich noch nicht das Problem. Die sitzt weit in der Opposition. Aber diese grundsätzliche Skepsis gegen Europa, die kann man ja sogar von außen verstehen, wenn man sieht, dass Europa nicht vorankommt. Und da kommen wir wieder zur Bundeskanzlerin und zu diesem überhöhten Termin im Juni. Da soll jetzt alles fluppen. Und weil ich eben Herrn Macron so ein bisschen angegriffen habe, natürlich hat der Mann recht, Europa muss sich weiterentwickeln. Aber das sagen wir schon seit Jahren, seit Jahrzehnten und es tut sich zu wenig. Naja, das würde ich jetzt nicht teilen. Europa hat sich weiterentwickelt. Wir machen eine ganze Menge mehr als in der Vergangenheit. Wir haben einen Währungsfonds, der eine Staatsschuldenkrise vieler Länder gelöst hat. Wir haben vor einigen Jahren darüber geredet, dass Irland, dass Portugal, dass Spanien in einer schweren finanziellen Schieflage sich befanden. Wir haben sie gerettet, sie haben sich selber befreit. Aber es hat europäische Solidarität gegeben. In einer Notlage, das ist noch nicht die Zukunft, aber wir haben reagieren können. Und natürlich muss dieses Europa Schritt für Schritt immer weitergehen. Ich will es auch nicht auf Verteidigung reduzieren, aber ohne Verteidigung ist alles nichts. Europa muss da schon selber auch das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Und da drückt sich nicht nur die AfD weg. Da drückt sich auch die Linkspartei weg, da drücken sich auch Teile der Grünen weg. Das müssen wir schon miteinander machen. Und es muss sicherlich auch in Zukunft weitergehen, dass wir mehr Kompetenz nach Brüssel verlagern. Denn vollkommen klar, in einer globalisierten Welt mit einem Amerika, das nicht mehr so sehr auf unsere Interessen achtet, mit einem Russland, das uns zum Teil auch angreift, mit einem China, das uns auch nicht immer nur freundlich gesonnen ist, werden wir nur gemeinsam stark sein und nur wir Europäer gemeinsam können die Zukunftsprobleme lösen. Und deswegen nehmen wir alles auf, was Macron anbietet, aber wir wollen es auch realistisch umsetzen. Ein starkes Europa ist die Chance. Ich glaube, da sind wir drei hier am Tisch einer Meinung. Aber ich sage einfach mal, die Handlungsfähigkeit der Europäer ist doch sehr, sehr eingeschränkt, weil zum Beispiel, wenn jetzt wieder über eine Osterweiterung der EU gesprochen wird, die Abstimmungsmechanismen in der EU stimmen ja noch gar nicht. Wenn Deutschland das gleiche Stimmrecht hat wie Malta, da stimmt doch irgendwas nicht. Also die grundsätzlichen Reformen, die hinken doch, da hatte Macron völlig recht, doch vollkommen hinterher. Ja, aber das sind, glaube ich, nicht die zentralen Fragen. Die zentralen Fragen sind wirklich die, wie wir die Herausforderungen, die es gibt. Und da sage ich nochmal, die Finanzkrise ist nicht bewältigt.
Sie ist nicht bewältigt. Wir haben Riesenprobleme, nicht nur in Italien und Griechenland. Wir haben das große Thema der Flüchtlinge. Gibt keine europäische Strategie. Wir haben das völlig unterschiedliche Agieren. Schauen Sie nur Ungarn oder andere Länder an. Wir haben ja ein Abkommen mit der Türkei beispielsweise getroffen. Das ist doch europäisches, praktisches Handeln in einer Flüchtlingskrise, wo Flüchtlinge aufgenommen wurden in der Türkei, humanitär dort behandelt werden und wir gleichzeitig verhindern, dass es einen zu starken Zustrom zu uns gibt, was hier nicht mehr akzeptiert wird. Ganz kurz, weil der Präsident, wenn Sie ausgerechnet das Abkommen mit dem Despoten Erdogan als ein Beispiel nehmen für gutes europäisches Handeln, da habe ich große Zweifel. Denn Europa sollte da vielleicht handeln, wenn die in Syrien einmarschieren und ähnliches. Nein, Europa ist Herausforderung, da sind wir uns einig. Lassen Sie uns streiten auch darüber, wie wir diesen Weg gehen müssen. Aber unstrittig muss sein, dass es gegen Europa und als antieuropäische Partei überhaupt nicht geht. Da haben wir eine Gemeinsamkeit, dann ist aber auch Schluss, Herr Wadefuhr. Ja, und jetzt muss ich hier leider diese Gemeinsamkeit beenden, denn wir werden sehen, dass weiter gestritten wird, nämlich im Plenarsaal. Da geht es jetzt los.